Ich weiß ja nicht, wie alt Sie sind und das geht mich auch überhaupt nichts an. Aber wenn Sie in den 70er oder 80er Jahren Freunde besucht haben, die auf Rockmusik standen, ich rieche heute noch selbstgedrehte Zigaretten, sehe Tropfkerzen auf Flaschen gesteckt vor mir und höre Musik von Purple oder Hendrix. Und irgendwo hinten auf dem Tisch lag es immer. Natürlich, wie könnte es anders sein? Peter Boschs Gitarrenbuch. Ich selbst habe nie es zu was gebracht auf der Gitarre, aber ich sehe noch heute jeden Musikerhaushalt vor mir und dieses Buch hat Generationen überdauert. Fast 40 Jahre später freue ich mich sehr, diesen Mann kennenzulernen, der dieses Buch geschrieben hat. Peter Bursch ist mein Gast, sozusagen der Gitarrenlehrer der Nation. Herzlich willkommen im Studio. Ich freue mich auch, dass ich eingeladen wurde, erste Mal hier und bin sehr gespannt. Ja, Pete Seeger, ihr kanntet euch. Ja, also was heißt, wir kannten uns. Also ich durfte ihn mal besuchen. Ich habe in den 70er Jahren in USA auch schon Tourneen gespielt und kannte natürlich seine Lieder schon 10 Jahre vorher oder wie ich anfing, Gitarre zu lernen und durfte ihn da mal besuchen. Er wohnte nördlich von New York in der Nähe von dem Hudson River, genau, und habe ein Interview mit ihm gemacht für eine deutsche Musikzeitung. Dann habe ich ihn wieder getroffen, wie er hier in Bochum mal spielte in den 80ern. Und es gab in der DDR früher ein Festival des politischen Liedes, wo ich auch ab und zu aufgetreten bin. Und da war auch Pete Seeger. Also es gibt so ein paar Schnittpunkte, wo wir uns gesehen haben. Und deswegen trifft mich das schon etwas, dass er gestorben ist. Ich habe das gerade erst erfahren und habe auch eine große Pete Seeger Plattensammlung und auch seine Bücher. Also ich kenne schon seinen Werdegang sehr gut. Könntest du in 2 Sätzen sagen, was ihn ausgemacht hat für dich? Ja, also erstmal, wenn man ihn so live erlebt, wie er sein Publikum begeisterte und wie er auch alle zum Mitsingen bekommen hatte. Also das hat mich sehr fasziniert und die Art von ihm, bestimmte auch Geschichten und besonders politische Dinge rüberzubringen, also die waren schon etwas außergewöhnlich und auch seine Power, dass er da ewig dran geblieben ist an bestimmten Themen und natürlich viele Leute auch zum Musikmachen gebracht hat. Er hatte eine Banjo-Schule schon ganz früh in den 60er Jahren herausgebracht, wo ich auch mal geknobelt habe und versucht habe, Banjo zu lernen. Und also er ist schon für viele Gitarristen und Musiker ein gewisses Vorbild. Also wenn einer Leute zum Musikmachen gebracht hat, dann in Deutschland mein Gast. Peter Bursch, seit fast 40 Jahren werden die Bücher, die Gitarren- und Songbücher weltweit veröffentlicht. Und nicht nur die Toten Hosen haben mit deinen Gitarrenbüchern geübt, damals für Opel Gang, oder die Scorpions haben sich auch dahingehend geäußert. Gibt's was, worauf du besonders stolz bist in diesen 40 Jahren? Ach, ja, dass ich so viele Leute erreicht habe und dass auch wirklich die meine Bücher gekauft haben, dass sie auch wirklich was damit anfangen konnten. Also ich spiele ja noch immer viel live und bin auf vielen Festivals und dann treffe ich schon mal junge Bands und die sprechen mich dann drauf an und sagen, hör mal, wenn dein Buch nicht gewesen wäre, würden wir wahrscheinlich hier nicht auf der Bühne stehen. Und das ist natürlich eine tolle, tolle Anerkennung und auf meiner Facebook-Seite, Tommy Milhome. Bei Facebook, also facebook.com/Tommy.Milhome, haben 76 bisher gefällt mir geklickt, als ich dieses Interview angekündigt habe. Und viele haben geschrieben, super der Peter, meine Bücher haben jetzt schon meine Enkel, schreibt Peter Maria Schmidt zum Beispiel. Oder ich habe alle seine Gitarrenbücher, Benjamin Maron oder Rainer Herrmann mit dem ersten Gitarrenbuch habe ich noch in meinem Fundus, war der Ehrgeiz da. House of the Rising Sun, vorwärts und rückwärts, rauf und runter. Da ich im Laufe meiner Musikerlaufbahn merkte, dass ich besser mit 4 Saiten klarkomme, quäle ich nun seit fast 45 Jahren den Bass. Ein Smiley. Ja, größeres Kompliment kann man kaum machen, danke. Oder? Ja, hier ist House of the Rising Sun, The Animals.
irgendwie haben sie damals alle damit angefangen, ne? Ja, also es gab ja damals auch kaum was, wo man solche Musik lernen konnte. Und deswegen habe ich dann auch die Bücher gemacht. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Mein Gast ist Peter Bursch, Gitarrenlegende. Das Einzigartige an deinen Gitarrenbüchern ist ja die Peter-Bursch-Methode. Also kannst du einem Gitarren-Greenhorn erklären, worin sie besteht? Man muss nicht mal Noten können. Nein, also das Wichtigste ist erstmal, dass man Spaß daran hat und dass man auch diesen Spaß vermitteln kann. Und dann, dass das so erklärt ist, dass das jeder versteht. Also ich habe wohl so eine Gabe, dass ich Dinge erklären kann, wo andere meinen, oh, das kann man nicht so schreiben oder so erklären, dass das wirklich jeder danach zum Beispiel Gitarre lernen kann. Und ich kann mich sehr gut in jemand reinversetzen, der von nichts eine Ahnung hat. Und dann fange ich richtig von Null an und baue das Schritt für Schritt auf. Und ja, und dann habe ich dann auch eine Art, das so spaßig rüberzubringen, dass also oft derjenige, der danach lernt, gar nicht merkt, dass er jetzt unheimlich üben muss oder ja, bestimmte Dinge immer wieder wiederholen muss, sondern es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Dann habe ich populäre Songs da drin und ich baue das anhand von Gitarrengriffen auf. Man singt und spielt direkt, also man spielt nicht nur Gitarre und muss sich auf die Gitarre konzentrieren, sondern man singt und spielt direkt mit mir zusammen. Ich habe immer CDs und DVDs jetzt mittlerweile in den Büchern. Und durch dieses Gemeinsame, was dann derjenige, der nach dem Buch dann übt, durch das Gemeinsame fällt das unheimlich leicht. Und natürlich durch die Didaktik, die ich da drin habe. Also, wir probieren das gleich mal aus mit den Hörern. Also ja, wenn Sie eine Gitarre zur Hand haben, die irgendwo hängt oder liegt, was ist überhaupt besser? Hängen, liegen, stehen? Ach, das ist egal. Also das kann ruhig an so einem Halter an der Wand hängen. Nur es darf, die Gitarre darf nicht direkt an der Wand sein. Die muss also frei in der Luft schweben, so 5 cm von der Wand weg. Es gibt in den Fachgeschäften gibt's solche Halter, die kann man kaufen. Ja. Und da hängt man die Gitarre rein. Oder man kauft sich einen Gitarrenständer und stellt die einfach irgendwo in der Ecke oder an der Stelle oder neben das Bett, damit man das immer griffbereit hat. Ja, wie Nicole früher aus Erfurt, die gerade geschrieben hat. Ne? Ja, ja, also das ist einfach wichtig, dass man das Instrument immer griffbereit hat und immer damit dann spielen kann, wenn man direkt Lust hat und nicht erst wieder auspacken und so eine körperliche Nähe ist auch irgendwie wichtig. Ja, das ist einfach, ne? Ja, ist wichtig. Mhm. Und, also wenn Sie eine Gitarre haben, Sie können schon mal beginnen, sie abzustauben, denn wir machen gleich ein exklusiven kleinen Radio-Workshop. Seit fast 15 Jahren ein Riesenerfolg in Köln. Gitarren-Workshops meines Gastes Peter Bursch mit den Blackfoes im Kölner Domforum. Ja. Wie läuft sowas ab? Ach, das ist eine unglaubliche Geschichte. Also die Blackfoes kenne ich natürlich auch schon seit den 70er Jahren. Wir haben viel zusammen gespielt. Ich spiele auch auf einigen Platten von den Blackfoes und wir haben uns angefreundet über die Jahre und dann gab es natürlich irgendwann die Idee, hör mal, wir haben so viele tolle Lieder, tolle Songs, können wir da nicht mal ein Buch draus machen? Okay, dann haben wir zusammen ein Blackfoes Gitarrenbuch gemacht und das war direkt ein Riesenerfolg und seit der Zeit machen wir diese Workshops. Die sitzen alle mit den Gitarren nebeneinander auf den Stühlen im Besucherzentrum des Domes, wo ja auch das Domradio sitzt, direkt gegenüber vom Kölner Dom. Ja. Und spielen mit. Ja, also die Idee ist, in dem Domforum passen ja ein paar hundert Menschen rein und die bringen alle ihre Gitarre mit. Und ich erkläre dann die Griffe, wie man die am besten greift, ein paar Spieltechniken und dann stehen die Blackfoes neben mir und dann singen wir los. Und alle Kölner kennen natürlich die Lieder alle. Und was ich so toll finde hier in Köln ist, alle singen mit. Das funktioniert auch. Das funktioniert. Ja. Also hier in Köln funktioniert das. Wenn ich so auf Tournee bin, dann ist das in anderen Städten oft nicht der Fall. Dem muss ich richtig Mut machen, dass die mitsingen und mitmachen. Und hier die Kölner ist gar kein Problem. Manchmal, wenn wir dann einen Song gemacht haben, dann bin ich so erschlagen von der Lautstärke und von dem Gesang, der einem entgegenkommt vom Publikum. Ne? Da sage ich, boah, komm, wir machen nochmal eine Strophe. Also das ist einfach der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Ja. Die Kölner sind total anders.
und toll. Also es macht Riesenspaß hier. Und wer das noch nie erlebt hat, der sollte ruhig mal kommen. Das ist immer im November, meist am Toten Sonntag oder in dem Dreh herum, je nachdem, wie das Haus hier gerade belegt ist. Die Kölner singen sogar am Toten Sonntag. Ja, machen wir hier einen Gitarrenworkshop mit Blackfirst-Liedern. Und jeder kann mitmachen. Die Lieder sind sehr leicht. Blackfirst sind jetzt auch nicht Musiker, die ganz schwierige Griffe spielen und also die Songs sind alle sehr, sehr leicht, manchmal nur drei Griffe und dann geht's los. Kannst du dich erinnern, bei welchen Blackfirst-Hits du gespielt hast? Boah, also ich kenne die jetzt nicht, nicht alle so. Die Frage war offensichtlich vorher nicht abgesprochen. Nee, das ist kein Problem. Ich hätte jetzt gerne als gespielt. Anfang 80er ja. War das. Ich kann mich an eins erinnern, Drache, irgendwas mit Drachen. Guck mal, ob du das findest. Ja, ich schau mal nach. Ich habe alphabetisch alle Blackfirst-Songs vor mir. Nee, Träumer haben wir, Drache. Minge Drache, gibt's das vielleicht? Die kleine Sache, aber nicht Drache. Da gebe ich mal Blackfirst und Drache ein in die Suchmaschine. Ja, er findet mal. Nichts. Sonst muss ich gleich mal, muss ich nochmal überlegen. Drachenfels? Nee, auch nicht. Nee. Dann spielen wir einfach Lieder von Adel Tawil und überlegen nochmal. Ja. Gleich für Sie ein exklusiver Gitarrenworkshop mit meinem Gast Peter Bursch im Studio live. Lieder von Adel Tawil und mein Gast ist Peter Bursch, die große Gitarrenlegende. Es gibt fast niemand, der seine Gitarrenbücher nicht kennt und kaum einen Gitarristen, der damit nicht gearbeitet hat. Heute mein Gast im Domradio Musiknachmittag. Er hat seine Gitarre und im wahrsten Sinne des Wortes sein Modell von dem Hersteller Martin, Signature Modell, also extra für ihn angefertigt, mitgebracht ins Studio. Ja. Und wenn die Leute jetzt eine Gitarre da haben, wenn es noch so ein altes Hündchen ist, dann stellt sich ja für den Gitarrenlegastheniker erstmal die Frage, wie stimmt man das Ding? Ja, also ich kann jetzt mal ein paar Töne anschlagen, damit jeder das zu Hause hören kann. Am leichtesten ist natürlich mit dem Stimmgerät und mittlerweile sind die so preisgünstig. Für 5 Euro gibt es schon Stimmgeräte und jeder kann sich sowas zulegen. Das klemmt man an die Gitarre und dann, wenn man die Seite anschlägt, sieht man sofort zu hoch, zu tief. Mhm. Und man kann danach die Gitarre stimmen. Also wie ich anfing, in den 60ern gab es sowas überhaupt nicht. Da hatte man noch so eine Stimmgabel oder so eine kleine Tröte im Mund und hat dann versucht, danach die Gitarre zu stimmen. Also ich brauche einen Ton, mit anderen Worten. Irgendwas, ja, genau. Was mir jetzt einen Ton gibt. Das ist jetzt hier die dickste E-Seite. Und wenn jemand jetzt eine Gitarre dabei hat, der darf seine dicke E-Seite jetzt auch mal anschlagen und kann vergleichen, ob die stimmt oder nachstimmt. Die dickste, die? Die dickste. Und dann kommt die A-Seite. Die zweite von oben sozusagen, wenn ich so drauf gucke. Dann kommt die G-Seite. Die H-Seite. Und die letzte ist die dünne E-Seite. Und damit man weiß, wie die Saiten heißen, gibt es verschiedene Sprüche. In meinem Buch habe ich natürlich einen pädagogisch wertvollen Spruch, der heißt, ein Anfänger der Gitarre hat Energie oder hat Eifer. Und danach die Anfangsbuchstaben kann man sich gut die Saiten merken, weil es gut ist, wenn man die Saiten auswendig weiß. Ich kriege auch viele Zuschriften, besonders von Kindern, die sich neue Sprüche ausdenken. Manche haben sogar Geheimsprüche. Oh. Und ein Kind hat mal einen Geheimspruch verraten. Ein außerirdischer Dinosaurier greift hart ein. Also jeder kann sich selber einen Spruch ausdenken und dabei dann die Saiten sich merken. Also danach muss man die Gitarre stimmen. Wenn man das also vom Gehör nicht gut kennt, gut kann jetzt, dann ist es besser, wenn man ein Stimmgerät hat. Vielleicht nehmen wir einfach nur mal eine Saite für den geneigten Anfänger. Ja. Die man dann zum Radio sozusagen jetzt stimmen kann. Ja, ich habe ja gerade schon angespielt. Also die dickste Saite, damit fängt man meist an. Und das ist das richtige E. Und jetzt muss man halt versuchen, das darauf abzustimmen. Und jetzt können also die Zuhörer, die jetzt mitspielen wollen, können auch schnell ihre Gitarre nachstimmen, damit wir gleich zusammenspielen können. Mhm. Und ich erkläre euch den einfachsten Griff der Welt. Da braucht ihr nur einen Finger zu. Und der Trick ist, dass
sogar viele berühmte Rockstars manchmal nur einen Griff konnten, hatten eine gute Idee und diese Idee wurde zum Hit und die brauchten danach nie mehr zu arbeiten. Das heißt, man braucht nur einen Finger, eine Gitarre, eine gute Idee und schon hat man alles erreicht im Leben, was man will. Es bereichert einen immer, Domradio zu hören, aber heute besonders. Bo Diddley, war das so einer? Ja, Bo Diddley hatte ganz viele Hits, nur mit einem Gitarrengriff. Und jetzt hören wir mal einen Song von ihm. Kannst du den mal so ein bisschen reinmischen? Die Stones reinmischen? Hat er schon inspiriert mit Bo Diddley's Song, Bo Diddley. Genau. Den hören wir jetzt und das ist sozusagen unsere Musikgrundlage. Ja, genau. Alles klar. Lass mal ein bisschen reinfahren. Wenn der jetzt kommt, dann kann ich dazu spielen. Aber ich höre ihn noch nicht. Muss ich den Kopfhörer aufziehen? Ah, okay. Das habe ich hier falsch gemacht. So ganz erfahren. So. Ja, jetzt läuft das. Wunderbar. Ja. Okay. Angenehm so? Ja. Ah, jetzt kann ich das gut hören. Jetzt greife ich mit meinem Zeigefinger auf die dünnste Seite im dritten Feld. Das heißt, also von oben, wo der Kopf der Gitarre ist, gibt es auf dem Hals dann verschiedene Felder, die Stäbchen dazwischen haben. Und wir Gitarristen sagen zu den Feldern Bünde, also im dritten Bund. Und ich schlage die unteren Saiten an. Und das ist der einfachste Griff der Welt, das ist der G-Griff. Und wenn ihr jetzt den Song im Hintergrund hört, werdet ihr merken, das ist die gleiche Tonart, der gleiche Griff. Und den spiele ich jetzt im bestimmten Rhythmus. Und wenn du jetzt mal das Original ein bisschen leiser machst, dann ich einfach mal diesen Rhythmus durchspielen. Leiser oder ganz aus? Ja, es kann leicht im Hintergrund laufen, das stört nicht. Ich spiele jetzt also den G-Griff in dem Rhythmus und ihr könnt alle direkt mitspielen. Und dazu singe ich jetzt die gleiche Melodie in etwa und habe aber einen neuen Text. Das geht so. Keine Frage, das ist klar. Keine Frage, das ist klar. Diese Stadt ist wunderbar. Diese Stadt also ist nachsingen, alles was ich vorsinge, ich nachsingen. Ja ne? Peter, ich coole Musik den ganzen Tag. Coole Musik den ganzen Tag. Mit viel Spaß, wie ich's mag. Mit viel Spaß, wie ich's mag. Gleichgesinnte überall. Gleichgesinnte überall. Deutlich in der Überzahl. Deutlich in der Überzahl. Ich schreib einen großen Hit. Ich schreib auch einen großen Hit. Dieses Jahr spiel ich hier mit im Domradio. Dieses Jahr spiel ich hier mit. Auf die Bühne ist mein Ziel. Auf die Bühne ist mein Ziel. Fehlt nur das Gitarrenspiel. Fehlt nur das Gitarrenspiel. Und so weiter und so weiter. Und das ist eigentlich nichts anderes, was auch der Bo Diddley macht. Das ist nur ein. Bo Diddley, Bo Diddley. Genau, so kann man schon einen Hit schreiben, wenn man ein paar gute Ideen hat. Und so geht das musikalische Leben schon los. Der Wahnsinn. Wenn Sie Lust haben, machen wir gleich noch einen weiteren Song für Sie. Mein Gast ist Peter Borsch und eben haben wir ja schon eine kleine exklusive Radio-Session, so ein Workshop sozusagen mit Ihnen gemacht, falls Sie eine Gitarre haben und Gitarrist, Star-Gitarrist werden möchten. Da hatten wir ja die Musik von Bo Diddley drunter und jetzt wollen wir mal versuchen, wie es aussieht, wenn Sie es ohne Musik drunter probieren. Er hat noch was vorbereitet. Ja, also es gibt ja viele, die gerne Blues spielen wollen und es gibt auch viele, die jetzt nicht den Umweg über erstmal Klassikgitarre und viele Griffe und zum Blues kommen wollen, sondern sofort loslegen wollen. Und für die hatte ich dann auch vor 2 Jahren ein Blues-Gitarrenbuch gemacht und das fängt richtig von null an. Man braucht sonst nichts anderes als dieses Buch und kann damit direkt loslegen, Blues zu spielen. Und das kann jetzt jeder mitmachen. Und zwar das Schlimme ist, ich muss auch mitmachen, da hat mich wieder verdonnert. Ich muss jetzt Background singen. Ja, genau. Also erstmal all die, die eine Gitarre haben, die spielen nur die dicke E-Seite. Und genau meinen Rhythmus mitspielen, nicht greifen, einfach nur anschlagen, das kann jeder. Bei meinen Workshops, wo viele kommen, die noch nie ein Instrument in der Hand hatten, können direkt mit mir zusammenspielen. Und für mich ist wichtig, dass ich diesen Spaß, wenn man selber Musik macht, dass ich diesen Spaß rüberbringe und dass das jeder versteht. Und Gitarre spielen kann so wichtig sein fürs ganze Leben. Also,
wenn ich hier erzähle, komme ich schon aus dem Rhythmus. Muss Sie müssen ihn lächeln sehen, während er das sagt. Und jetzt muss sich jeder vorstellen, wir wollen jetzt einen Blues spielen. Also der Zuhörer muss sich jetzt vorstellen, er kommt gerade von der Arbeit, hat hart vor seinem Haus auf dem Baumwollfeld gearbeitet und ist total fertig und kaputt und hatte einen Tag vorher noch einen Streit mit seiner Frau oder Freundin. Oh. Jo, oh. Ist in einer unheimlichen Stimmung und kommt nach Hause und die Tür ist zu. Oh. Die Frau lässt ihn nicht rein. Es wird immer schlimmer. Jo, und jetzt hat er aber seine Gitarre dabei und steht vor der Tür und der singt jetzt folgendermaßen. Okay, alle die E-Seite anschlagen und immer im Rhythmus mitmachen. Die dicke Daumen. Einfach nachsingen. Ich bin schon nervös. Baby, ich bleib hier. Baby, ich bleib hier. Baby, ich bleib hier. Nachsingen. Baby, ich bleib hier. Mach endlich auf. Steh vor deiner Tür. Steh vor deiner Tür. Genau, also immer die ersten beiden Zeilen, die letzte Zeile nachsingen. Hier bringt mich keiner weg. 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 Mach endlich auf, das hat doch keinen Zweck. Das hat doch keinen Zweck. Ich spiel den Blues für dich. 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 Mach endlich auf, das wäre gut für mich. Das wäre gut für dich. Ich heule wie ein Hund. Ich heule wie ein Hund. Ich heule wie ein Hund. Ich heule auch wie ein Hund gleich. Ich heule wie ein Hund. Mach endlich auf, das ist doch nicht gesund. Das ist doch nicht gesund. Okay, jetzt kann man noch die dünne E-Seite dazu zupfen. Also ich spiele jetzt beide äußeren Seiten, die dicke und die dünne. Ganz oben und ganz unten. Genau. Du hast ein Herz aus Stein. 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 Mach endlich auf, lass mich bitte rein. Lass mich bitte rein. Die Nachbarn maulen schon. 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 Mach endlich auf, sie jagen mich davon. Sie jagen mich davon. Ich stehe drei Wochen hier. Ich stehe drei Wochen hier. Ich stehe drei Wochen hier. Ich stehe jetzt immer noch hier. Ich stehe drei Wochen hier. Mach endlich auf, sonst werden es noch vier. Sonst werden es noch vier. Okay, für die Fortgeschrittenen, die können noch folgende Töne spielen. Ich spiele auf der dicken Seite im dritten Bund und im fünften. Das kann man mit einem Finger machen, ist ganz leicht. Ja. Und klingt nach einem berühmten Blues. Mit der rechten Hand macht er immer weiter und ja, geht dann mit der Seiten linken Hand rein und nimmt Einzeltöne. Dritter und fünfter Bund. Genau. Einmal dritter, einmal fünfter und einmal loslassen. Genau. Ah. Und nochmal eine Strophe. Ich spiel den Blues für dich. 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 Mach endlich auf, das wäre gut für mich. Das wäre gut für mich. Und so weiter. Ah, so beginnt der Blues. Das habe ich auch noch nie gemacht, die Musik selbst singen. Jetzt macht Musik damit. Ja, das macht besonders viel Spaß. Und ich hoffe, das kommt auch so rüber. Ich hoffe das auch. Ja, ganz herzlichen Dank, Peter Bursch. Wir sprechen näher gleich. Wussten Sie, dass Helge Schneider und Gerhard Köster bei der ältesten deutschen oder einer der ältesten deutschen Folkgruppen namens Bröselmaschine von 1968 gespielt haben? Der Gründer sitzt mir gegenüber, Peter Bursch, mein Gast. Hallo. Ja, was waren die Highlights der Bröselmaschine bis heute?
Also erstmal die Anfangszeit. Wir haben ja 68 gestartet, haben mit allen zusammen gewohnt und es war schon... Es war eine Kommune. Es war eine Kommune, mhm. Genau. Und ja, wir wollten einfach unsere Musik machen, unser Leben leben. Egal, ob das erfolgreich wurde oder nicht. Also das hat man, wir haben da nie drüber nachgedacht. Und zum Glück ist das gut gelaufen. Wir hatten direkt große Tourneen, haben in ganz Europa gespielt und es hat riesen Spaß gemacht. Und natürlich über die Jahre hin wollten dann der damalige Schlagzeuger und die Sängerin nach Indien. Das war dann so in den 70ern. Zum Guru. Genau, und da sind die dann geblieben und da musste ich mir dann neue Leute suchen oder der erste Keyboarder und waren aus der Band raus und dann habe ich Helge Schneider gesehen als junger Musiker, der bei mir um die Ecke wohnte und ja, im Ruhrgebiet, mhm. Ja, und noch immer, ich wohne in Duisburg, Helge wohnt in Mülheim und wir haben noch immer einen guten Kontakt und der war dann einige Jahre bei mir Keyboarder und war seine erste Band, mit der richtig auf Tournee war. Und ja, so gab es dann immer in den ganzen Jahrzehnten Umbesetzungen in der Band und deswegen passiert das, dass auf einmal der oder der oder der in der Band mitspielt oder singt oder wie auch immer. Also, kann sich ja manch einer vielleicht von aus dem Jahr 2014 heraus gar nicht so unbedingt vorstellen. Da ist eine Band, die wohnt als Kommune zusammen. Früher oder später geht man nach Indien, die Haare sind lang. Ja. Selbstgedrehte rauchen und was alles so dazugehört. Siehst du dich als Prototyp eines Vertreters dieser Generation? Ja, kann man schon sagen. Also, weil ich noch immer dieses, ja, diese Musikauffassung habe, dieses Feeling habe, diese Lebenseinstellung habe und das hat sich nie geändert bei mir. Ja. Aber ich lebe nicht in der damaligen Zeit. Also ich habe auch viele Bekannte, die aus der damaligen Zeit mit mir gestartet haben und die in der Zeit stehen geblieben sind. Also das hat mir nie gefallen. Ich bin immer nach vorne gegangen, habe immer Neues gesucht, Neues ausprobiert. Und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass die Band sich auch über die Jahre hin entsprechend verändert hat. Und unterschiedliche Stile sind dann populär geworden und die haben uns beeinflusst und. Also dann habe ich nicht nur Brösemaschine gemacht, sondern parallel ging das ja los mit meinen Gitarrenbüchern, dass ich also Gitarrenunterricht gegeben hatte und merkte, dass mir das großen Spaß macht und dass das den Leuten auch Spaß macht. Dann habe ich jetzt im Ruhrgebiet noch eine sehr populäre Band, das ist die All-Star-Band, wo wir auch viele 22 Konzerte, Jahre gibt es ja auch schon. Ja, mhm. Viele Konzerte machen. Ist auch ein soziales Projekt, weil einmal wollte ich den Leuten bei uns zeigen, wie viel gute Musiker bei uns wohnen, die man gar nicht, vielleicht gar nicht so wahrnimmt und kennt und die dann bei in Bands von Grönemeyer, Maffei oder sonst wo spielen, aber die bei uns im Ruhrgebiet wohnen oder beim Starlight Express und daraus formiere ich dann immer jedes Jahr eine All-Star-Band, können schon mal wechseln, die Mitglieder. Ja. Und wir machen Projekte für zum Beispiel die letzten Jahre immer für ein Kinderdorf bei uns, was wir unterstützen. Oder jetzt spielen wir Ende März für die Duisburger Tafel, die also Menschen unterstützen, die nichts zu essen haben und die bedürftig sind und. Und es sind oft auch aus der damaligen Zeit her sozialpolitische Dinge noch immer bei mir wichtig, wo ich mich für einsetze und was ich gerne mache. Aber du bist mit der Zeit gegangen, das merkt man ja auch, denn du begeisterst Generationen immer wieder. Wenn Sie mehr wissen möchten zu meinem Gast, peter-bursch.de im Internet, peter-bursch.de. Als dein erstes Buch 75 rauskam, hätte ich gesagt damals stark. Ein paar Jahre später cool und dann vielleicht in den letzten Jahren prima. Zeitlos würde ich mal sagen, wunderbar, dich kennengelernt zu haben. Mein Gast, danke. Peter Bursch, heute beim Musiknachmittag im Domradio. Hier ist Musik von der Bröselmaschine live im Rockpalast. Ja, und dann